Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden, rufen die Männer vom staatlichen Rettungsdienst in Kupjansk. Vor dem Krieg waren sie mal die ganz normale Feuerwehr. Der Leiter der Dienststelle nimmt uns mit zu einer Wache, die näher an der Front liegt. Der Dienst ist schwer und das hat damit zu tun, dass man immer mit Beschuss rechnen muss. Das kann bis zu 5 Mal am Tag passieren. Es ist noch nie vorgekommen, dass wir keinen einzigen Einsatz hatten. Wir sind kaum da, als es heftigen Beschuss gibt. Die Front ist 5 Kilometer von hier entfernt. Zusammen mit den Männern des Rettungsdienst müssen wir runter in den Bunker. Andrei ist 27, kommt selbst aus dem Dorf. 6 Monate russische Besatzung hat er mitgemacht. Seit der Befreiung sind dauernde Angriffe für ihn und seine Kollegen Alltag. Es begann ungefähr am 12. September. Sehr starker Beschuss. Und seitdem geht es weiter. Und die Intensität ändert sich kaum. Nach einer guten Stunde werden die Angriffe weniger. Andrei fährt mit uns durch den Ort. Fast die Hälfte der Häuser sind zerstört. Der Regen, meint er, hat vielleicht verhindert, dass hier irgendwas in Brand gerät. Eine alte Frau nutzt die Ruhe, um in den Trümmern ihres Nachbarhauses nach Brennholz zu suchen. Ich weiß nicht, was wir machen werden. Wir brauchen Holz. Das Haus steht, das Dach haben wir. Und dann schauen wir mal. Zurück in der Wache erzählt uns Andrei von seiner Familie. Seine Frau ist in der Westukraine, weil es hier zu gefährlich ist. Jetzt ist sie in Sicherheit. Ja, das stimmt, aber meine Frau ist schwanger und das Baby fängt an, sich im Bauch zu bewegen. Und ich bin hier. Und er wird bleiben, weitermachen beim Rettungsdienst der Ukraine.